Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Richtig. Und es fängt schon wieder an, dass meine Hose zwickt. So, neues Update von Enderal. Ich habe immer noch nicht mehr FPS. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Ja, bestimmt. Das ist eine tolle Rüstung, die ihr da tragt. Oh, jetzt ist aber... nee, falsche Taste. Shift, weil wir hier haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Performance sehr... sehr, sehr, sehr gerade schlecht ist. Guck mal, da geht schon besser. Ich mach's mal auf 248. Geht nicht. Jetzt geht nicht mehr. Tritz. Multi-Head Window Engine. Neues anisotropische Filterung. Na, reicht, wenn die auf 4 ist. Auf 2. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich mein... das ganze Ding hier... verändert hat. Wie safe ich denn mal? Huch! Nee, wo ist sie? Keine Ahnung. Naja, 30 FPS, keine verworfene Frames, alles super. Schreibt es wohl. Ja, gibt's denn irgendwelche neuen... Das mit dem Magister muss ich euch ja nicht erzählen, richtig? Es ist einfach erschreckend, wenn dieser rote Wahnsinn, oder wie sie ihn nennen, sogar einen Magister des Ordens befallen kann, dann... was nützt das schon, sich Panik zu machen? Der Orden oder die Apothekarier werden schon ein Heilmittel finden, ganz sicher. Ja, du müssen sie. So, ich wollte jetzt nochmal gucken, was habe ich da für Quests? Wissen über Enderal sammeln? Ja, gut. Die Lehre. Das war ja die Hauptquest. Den im Gedicht geschriebenen Ort finden, genau. Das wollte ich machen. Aber das sind nochmal zu sehen. Hatte ich das Gedicht noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bekritzelter Brief. Nee. Das ist das nicht. So, was denkt ihr denn die ganze Zeit? Mensch. Malfas zum Gruß. Dach. Viele und kaum gute. So viele Wegelagerer und Strauchdiebe wie in den letzten beiden Jahren habe ich noch nie gesehen. Was ist nur los mit dieser Welt, frage ich mich. Alles geht sich an die Gurgel. Tier und Mensch, sogar die Toten. Seid einfach vorsichtig auf euren Reisen. Okay. Versuchen's.
Ne, da hinten waren wir ja schon. Ja. Dazu äußere ich mich nicht. Wen haben wir denn hier? Wosch. Hm? Was wollt ihr? Ja, weiß nicht, euch ansprechen. Mal fast zum Gruß. Ja, dann eben nicht. Was haben wir denn jetzt? Zur betrunkenen Biene, das ist bestimmt der, die Bar. Das ist ganz sicher die Bar sogar. Yo. Geht weiter. Die tanzen schon auf den Bänken hier. Fremdländerin, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Huch, das wollte ich nicht. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Er hatte sich als Priester verkleidet. Na je, das ist ja skandalös. Wer hat dir das erzählt? Die Frau des Müllers. Sie kennt jemanden, der jemanden kennt, dessen Cousine fünften Grades in dieser Nacht in Fett Leoren gearbeitet hat. Na, wenn die das sagt, dann muss das wohl stimmen. Schlimm, die Männer heutzutage. Vornherum gehen sie jeden Tag beten, arbeiten emsig und ehren den Pfad. Aber kaum schaut man mal weg, geht's dazu wie in einem kyrillischen Freudenhaus. Ja, einfach furchtbar. Naja, aber was will man machen? Ich geh dann mal weiter. Schreite wohl. Ja, ja. Hat mit der Ziege korpuliert. Ich sag nur American Pie. Jetzt können wir nicht mal mit denen reden. Ich lieb das, wenn das so Musik ist. Tag, ja, Lille! Eine Lilly hat. Darf ich mir ein Lied wünschen? Woher stammen denn die Lieder, die ihr singt? Das ist unterschiedlich. Die meisten Lieder sind uralte endraleische Überlieferungen. Einige sind von berühmten Barden geschrieben worden. Und manche habe ich auf meinen Reisen gesammelt. Der hat voll die schöne, melodische Stimme. Darf ich mir ein Lied wünschen? Was möchtet ihr hören? Oh. Spielt einfach weiter. Ich lasse mich doch lieber überraschen. Naja. Ja, ja. Willkommen, willkommen. Was darf sein? Ja, Schnaps bitte. Gib mir was zu trinken. Aber immer doch. So, habe ich. Sachen, die ich nicht brauche. Ja, das war ja hier nur das die. Ja, eins sind immer Sachen, genau. Ich suche ein Zimmer für die Nacht, ist noch etwas frei. Nein, brauche ich nicht. Ja, hier ist, das ist, nicht Ayela, sondern Isolda ist jetzt auch hier in Enderal. Wie man offensichtlich sieht. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruße. Na ja. So, was smoked der sich ein? Ja, oh, die Musik, sind wir jetzt plötzlich in Kings of Amalur gelandet, oder was ist los? Ja. Was haben wir denn hier? Lavendel. Kann man ja mal gebrauchen. Ich meine, zur Not machst du einfach ein bisschen Parfüm raus. Flussheim. Cool. Was haben wir denn da für einen netten Mann? Da haben wir jetzt mal ein paar Blümchen. Alfred! Wer seid ihr? Doch, ihr lieben Wanderer! Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero. Jero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Ja, ihr wisst davon? Natürlich, wer weiß es denn nicht. Jero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfas, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Ihr meint, ihr habt es kommen sehen. Inwiefern? Schwer zu erklären. Kommt, setzen wir uns. Und so redet er sich besser. Ja, aber natürlich. Ja, rennt zur Bank. Ganz ruhig. So. Ach, Jero. Da habt
ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht an Altersschwäche, schätze ich. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber... Damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein, Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm erweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt. Das klingt auch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man es sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großem bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit. Und ein paar Monate später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen. Weil er nur noch sehr selten nach Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Und was meintet ihr nun damit, dass ihr Jeros Tat gehabt kommen sehen? Na, ist es so ungewöhnlich, dass einer schaffenden Pfades eine Chance bekommt, ein Hüter zu werden? Wenn ein Schaffender es zum Feldwebeln der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Und was meintet ihr nun damit, dass ihr Jeros Tat habt kommen sehen? Ach, tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich. Wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier. Er glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nun etwas schlafen gehen, Madame. All die Erinnerungen machen mich müde. In Ordnung, danke für eure Hilfe. Ja, natürlich. Madame? So, was? Ach so. Ja, das wollte ich ja eigentlich nicht mehr machen. Madame? Ja, gut. Dann gehe ich einfach mal da rein, ne? Ins Haus. Kann man machen. Du siehst ja niemanden. Was ist das denn? Blümchen. Oh, jetzt nichts Besonderes. Da darfst du genau wieder rausgehen. Das waren die Taten Jeros, die wir hier gehört haben. Was haben wir da oben? Oh, da geht's. Oh, wichtig, wichtig. Was ist das denn für ein Scheißstand? Habt ihr es schon gehört? Angeblich macht so eine kilianische Händlerin Mael Groschenfürst die Führung der goldenen Sichel streitig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Die Kile sind ein gottesfürchtiges Volk, aber wie sagt man, kauf einen Nagel von einem Kilen und am Ende hat er dir eine ganze Werkstatt verkauft, ohne dass du es gemerkt hast. Naja. Ja. Dahin. Wechseln! Seid gegrüßt. Saya. Gibt's hier was Interessantes? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malfas sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. Was für ein schöner... Ja, was habt ihr denn anzubieten? Wenn euch was ins Auge fällt. Er hat wahrscheinlich auch nur Lebensmittel. Okay, das bringt mir gar nichts. Was gibt's denn noch hier auf dem Marktplatz? Mindibau. Okay, Juri Goldensang. Was ist? Ach, ihr seid doch aus Kyra, nicht wahr? Eure Haut, sie ist, naja, anders. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Es geht euch nichts an. Meine Mutter, ja. Aufgewachsen bin ich aber auf Nerim. Nerim? Verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Ist es wahr, dass ein Kind auf Kyra mindestens 5 Väter und 4 Mütter hat? Das hat ein alter Matrose mal erzählt. Ihr lebt in Zirkeln, nicht in normalen Familien. Davon weiß ich nichts. Es gibt solche großen Zirkel, ja, aber nicht alle. Stimmt, ja, und ich bin froh, dass ich nicht dort groß bin. Es gibt solche großen Zirkel, ja, aber nicht alle. Das ist auch nur ein Teil koreanischer Kultur. Stimmt. Es gibt auch noch diese Philosophenschulen und den Hof der Goldenen Königin. Naja. Habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Ja, na dann. Wen haben wir denn hier? Mannsweib. Tahuti Leclerc. Oh, oh weh. Ach, du heilige Maria. Alles in Ordnung. Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Ich spüre auch eine Schwingung, dass ich hier weg muss. Schlimme Schwingungen? Oh ja. Schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Eure Aura. Oh, oh nein. Meine Aura? Was? Ich hab doch nicht bei Minecraft Aura mitgemacht. Was ist damit? Sie ist Indigo-Blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, es verheißt nichts Gutes. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Wie gedenkt ihr, mir zu helfen? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Na schön, warum nicht? Wobei benötigt ihr Hilfe? Wenn ihr wollt, dass ihr helfe, will ich dafür eine anständige Belohnung, kein Ei auf den Alltag knochen. Nein, na schön, warum nicht? Das ist schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Ja, das glaube ich dir. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Aura-Dieb hat ihn mir gestohlen. Ein Schönheitstrank. Ja, seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt.
Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Ich glaube, du hast falsche Getränke getrunken. Und ein Aura-Dieb? Ja, es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Kyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar. Doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Aura-Diebe haben nur einen Existenzgrund. Und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören. Aha! Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Ich verstehe, das sind Redakteure vom Axel Springer Verlag. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass es kein fliederfarbenes Einhorn war? Einhörner sind Kindermärchen. Das solltet ihr eigentlich wissen. Es war ein Aura-Dieb. Das spüre ich. Hoffentlich kommen die neuen. Ja, aber natürlich. Na schön, ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Ich dachte, eure Alterung wäre nicht vorangegangen. Mensch, was ist das denn? Ein Anschlagbrett. Kopfgeldauftrank suchen. Haben wir da was? Der wegelose Redrik Bohrenstein wird gesucht für den mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Der gilt dazu ist gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Wenn er ablehnt, sind 180 Endralea Groschen ausgeschrieben. Boah. Das ist doch Wucher. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen. Mann, oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Ich suche Arbeit. Wisst ihr, wo ich welche finden könnte? Arbeit? Wenn ihr euch mit Kräutern oder Heilkunde auskennt, solltet ihr mal den Major ansprechen. Der bangt schon seit Monaten um seine Gefährtin. Arme Mathilda. Eine großmütigere Frau habe ich nie getroffen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.